Alle Einheiten, Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Beim Fisk Tower. Alle Einheiten Standby. Haftbefehl kommt. Oh, sieht das krass aus, Leute. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Re-Let's Play zu Spider-Man PS5 Remastered. Und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast in diesem neuen Video, Leute. Und ihr könnt sehen, Leute, wir spielen jetzt mit PS5 von diesem grandiosen Spiel und es sieht einfach zu gut aus, Leute. Würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Habt ihr ihn schon geschnappt? Und dann geht das schon los mit Spider-Man hier in der Stadt. Und es fühlt sich so gut an, wieder rumzuschwingen. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Und da schwingen wir jetzt mal zur ersten Mission und spielen dieses Spiel momentan auf der Leistungs-RT-Performance, also mit 60 FPS und mit ein bisschen Raytracing. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Spiel dann mit Full Raytracing, 4K und aussehen wird. Also hallo? Einfach nur wild. Parker? Wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Boah, die Beleuchtung und einfach die Wolken. Man merkt einfach, das ist ein PS5-Spiel. Wir können mal kurz mal schauen hier auf dem Boden, wie das hier alles aussieht. Das habe ich auch noch nie gesehen hier in Real Life, also von meinem Bildschirm. Okay, hallo an alle erstmal. Die Straßen sind schon mal übelst krass aus und auch die Beleuchtung generell. Und hier ist mal ein bisschen Raytracing, also man sieht die Reflexion einfach. Ist schon geil. Ups. Ist schon übelst geil. Das Einzige, was mich leider stört, ist das Gesicht von Peter Parker. Ihr habt es schon längst gesehen, das Gesicht von Peter haben sie leider geändert. Ich weiß nicht, warum die es getan haben. Aber ich finde, Peter sieht in diesem Teil ein bisschen zu jung aus. Er ist in diesem Teil schon über 20 Jahre alt und ist schon irgendwie ein bisschen blöd, dass sie es so krass geändert haben. Aber ich muss sagen, ich habe schon dran gewöhnt auf das neue Gesicht. Und, aber wir sollten erstmal gegen die Idioten kämpfen. Zeit für den Rambock. Die Details einfach bei den Autospuren, bei diesen Kratzspuren. Man sieht einfach alles so hart krass zu wild. Bin echt geheizt. Diese kranken Bastarde. Holt ihn euch. Morgen, Jungs. Hallihallo, Netzschlag hier. Bam, Junge, let's go. Alter, ist das geil. Ist das geil, Alter. So, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Hier so Kreis ausweichen. Dreiges Netzschlag. Das ist eigentlich recht easy. Eigentlich. Bam, Junge. Keine Chance. Das ist alles zu smooth. Das ist alles zu smooth. Oh, Junge, ich drücke mal 3 zum Kontern, aber das ist ja kein Batman-Spiel. Das ist Spider-Man Remastered PS5. Bam. Das sieht nicht gut aus. Hör auf zu schießen. Oh, oh. Diese Vollidioten von Fisk, Alter. Dass er hier regieren darf oder irgendwie ein Haus hat oder einen Tower, ist schon auf jeden Fall eine Zumutung. Was ist das hier? Bam. Wow, Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. War nicht Dreieck damals konstant? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich habe mich schon zu sehr an Batman-Spiel gewöhnt. Kann auch sein eigentlich. So, boom. Boah, das ist so krass. Ich glaube, im nächsten Part können wir auch mal kurz die Full Raytracing Feature probieren. um mal zu sehen, wie man es hier sehen kann. Aber boom. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Ich mich auch, Spidey. Und ich glaube aber, da ich eh kein 4K hochladen werde, ist es, glaube ich, so ein krasser Unterschied, wenn wir hier auf 60 FPS und ein bisschen Raytracing spielen. Yuri! Schnell zu Yuri, also! Times Square in New York, so krass berühmt. Alter, ich bin schon, ey, ich hab da so Bock auf dieses Spiel, Leute. Wieder neue Anzüge probieren, also halt wieder alles freischalten, die Stadt erkundigen, hier rumschwingen und einfach dieses schöne Spiel noch einmal mit geilerer Grafik mit euch genießen. Fisk Tower. Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei. Oh, die Reflexion, Leute. Guckt euch mal die Reflexion, Alter. Wie geil ist das denn? Kommt her, Knechte. Boom. So, bei Baufokus auf, indem du Gegner angreifst. Du bewirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Alles klar. Erhöhe deine Kombozähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonus-Fokus in Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten. Okay, alles klar. So, 4 gedrückt halten, um Luftschalter einzusetzen. Let's go. Man kann da so geile Combos machen und die haben das Spiel auch schon übelst geil angefangen, oder? Sofort in die Action rein. Sofort einfach ein bisschen schlagen hier. Let's go. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Hör auf! Ich muss wieder reinkommen. Kreis ist ausweichen. Das muss ich mir wieder mal merken hier. Bam! Halt die Schnauze. Bam, junge Luftschleiner. Heute stirbst du. So, leise. Bam, Junge. Genau, müsst auch öfters mal hier ein bisschen unsere Spinnennetze verwenden. Das mache ich auch gerade viel zu selten. Nutze Fokus, um dies zu heilen. Okay, das ist easy. Unten für heilen. So, weiter geht's hier. Im Fisk Tower. Ich muss die Schützen ausschalten. So, was ist das hier? Hey! Mach nicht diese, Süßer. Du machst nicht diese. Oh, oh, da sind noch welche Idioten. Bleibt hier! Alter! Ich werd schwächer? Du bist jetzt KO, Mann! Was für schwächer, Junge! Boah, Junge, nice! Und auch die Schläge, die man austeilt, man spielt in diesem Controller übelst krank. Die Aufzüge sind abgeschaltet! Nehmt die Treppe! Ich mag es lieber etwas direkter. Dann ab nach oben und auch, natürlich, Leute, in 3 Monaten kommt schon Spider-Man No Way Home raus in die Kinos. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihr Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Weswegen ich die Spiele nochmal spiele, hey, wegen dem Kinofilm, da ich auch so krank gehypt bin. Das kommt halt zu Welt. Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollt ihr fragen, ob es bei unserem Abendessen bleibt? Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Ach, der arme Peter, währenddessen er gerade versucht, Fisk einzusperren, muss noch seine Tanze reden und sagen, ja, ich bin gerade einfach nur zu Hause. Also Peter hat sehr viel unterm Hut. Ey, du Loser, bist ja schon tot. Bei voller Fokusleiste kannst du einen Finish ausführen, mit dem du deinen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Geil. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? So, Schnauze hier. Let's go. Finisher. Und der nächste. Oh, Alter, also wenn die von seinen Schlägen nicht sterben... Über euer Leben nach? Oh, yo! Kopfüber einfach! Let's go! Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal! Let's go, Pizza! Bam! Hol die Netze weg! Es sind Insomniac Games, ne? Ihr seid einfach nur Genies, Bam. Eins der besten Spiele, die man spielen kann hier. Finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Als Spider-Man-Fan auf jeden Fall ein riesiger Muss. Okay, genug geschwärmt. Wo lang müssen wir jetzt? Irgendwo nach oben, glaube ich, war das, ne? Hier vielleicht? Oder einfach weiter nach oben hier hin. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Hey! Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da sind sie doch. Da ist er ja. Ah, Lüftungsstelle, stimmt. Spideys Lieblingsorts. Mein kleiner nur einzudringen. Let's go, Spider-Man. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Beeilung, der Boss will, dass alles gelöscht wird. Kuckuck. Lieblich, wenn sie so hier ist eine Spinne. Ach, die haben nichts gemerkt. Diese Loser. Dann hier nochmal. Hallihallo, ich bin der Spidey. Hallo! Nicht schießen! Er schießt nicht auf mich, Alter! Was für Knechte! Komplette Löschung steht bevor. Stoppt ihn, das System löscht noch! Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Wer will noch? Ey, die sterben voll schnell oder halt sind so voll schnell K.O., Alter. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Schnell ausschalten, die Scheiße. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst ihn im Serverraum. Wie feige. Frischer Augenbrauen. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammter! Brech die Tür auf, Zopfer! Und noch neue Knechte. Bam! Zerstört alles. Stimmt. Die ist auch eine Kombo hier. Luftsteuer und dann auf den Boden reißen. Auch sehr, sehr geil. Alter. Weich aus. Na, einmal hab ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Alter, was mache ich? Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. So, leise, Fisk. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt erst an. Tja, dann mach dich besser bereit. Oh, Junge, diese Kombos, die man ausführen kann. Zu wild, Alter. Ich bin da auch schon übelst gehypt drauf, um noch mehr Kombos zu lernen, die wieder im Spiel. Alter, geil. Yuri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Die wollen ihn einfach... Freisprengen diesen Weg. Bitte kurz halten, Peter. So, Bam, also gib mir ein paar Folgen, Leute. Dann bin ich wieder voll dabei in dem Game. Ich glaube, das war was Kombos anbetrifft, was Ausweichen anbetrifft. Das wird schon irgendwann hier. Hier weiter. Wir schauen ein bisschen weit nach draußen hier. Alter. Wild. Zu wild. Der Weg ist frei. Los! Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Okay, abgemacht's. Die vier komischen Polizisten. Ist da jemand? Die wurden bei der letzten Explosion eingeschlossen. Ich muss sie befreien. Los, alle weg! Evakuiert das Gebäude! Raus, raus dir! Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Das werden wir, Peter. So, weiter geht's hier. Oh. Wir können nicht weg. Wir sitzen fest. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Oh, Peter hat so ein reines Herz, ne? Weg damit. Oh, die Musik. Also die Komponisten los, auch in diesem Spiel. Los. Es stimmt einfach alles in dem Game. Ich kann nicht aufhören, darüber zu sterben, ne? Vielen Dank. Er hat's geschafft. Verschwinde. Okay, Willy. Ich komme. Oh, Peter, lass es. Ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Alles eskaliert hier einfach im Fisk Tower. Oh, er hat eine Bazooka! Warum Bazookas, Junge? Bist du gestört? Oh, es geht weiter oben. Mehr Raketen? Oh, bisschen übertrieben, oder? Ja, finde ich auch ein bisschen. Also Bazookas, also... So Sturmgewehre und Pistolen, okay, aber Bazookas, Junge? Das ist dein Ernst? Hast du, Peter? So, weg mit dir. Die sterben ganz schnell, obwohl ich auch normal spiele. Aber es ist ja erst Tutorial-Phase. Bam, Junge! Aber ich liebe die Samurai-Statuen und diese ganzen Bambus-Dinger. Fisk hat echt Geschmack, was, sag ich mal, Möbel und so anbetrifft, aber er ist einfach ein Arschloch. Schnell durch hier! Bam! Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Ist auch so smooth den Parkour, ne? Mit dem Durchrennen einfach. Ey! Nur die Ruhe! Jeder bekommt was ab! Wie macht er das? Wie ich es mache? Viel Gemüse essen. Gemüse essen, Spinat aufessen und viel schlafen. Boah, Junge, Alter! Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Boah, wenn man zu viel Geld hat, ne, kann man sich sowas leisten hier. Irgendwelche Bambus-Ecken, das will ich mir auch irgendwie reintun. Alter! Das ist schön japanisch, finde ich übel schön. Alter, geil, Fisk. Aber trotzdem weg mit dir. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Na, schmierige Verräter. Feinde mit Schilden blocken Angriffe von vorn ab. Sie sind aber von hinten verwundbar. So, beim Schlag mal einen Kreis, genau. Ich hab's nicht vergessen, Leute, der Profi ist immer noch zurück hier. Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Bam, bam. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Let's go. Alter, sie haben keine Chance. Aber ich merke irgendwie, die Gegner sind irgendwie schwächer. Einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willis letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Oh, sofort. Oh, mit Vergnügen. Oh, sorry, Rüstung. Alter. Sorry, Alter. Dann weiter geht's hier. Ui. Ui. Ich will auch sowas haben, Alter. Bambus, Dinger hier in den Ecken. Alter. Ist das geil gemacht. Okay, Fisk. Kuckuck, willkommen. Gib mir dein Zimmer einfach. Dann sind wir quitt. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Oh, shit. Ich muss abwarten. Hat er einfach Maschinengewehre reingebaut in sein Zimmer? Du Gestörter. Nachgeladen. So, weg mit sie. Nummer 1. Und Nummer 2. Raus mit der Scheiße. Guck mal, jetzt Millionen an Geld einfach verschwendet. Nur um das rauszureißen. Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Oh, aber Fisk hat echt auch große Fäuste, der Junge. Oh. So, Fisk. Komm her, du Idiot! Bam! Mal keine Chance hier. Guck mal, die Kombo, die ich raushaue. Keine Chance. Bam, Junge! Einnetzen! Weiter geht's hier. Ausweichen und weiterschlagen. Komm her, Willy Boy. Kleiner Willy Boy. Bam, Junge! Tschüss, Alter! Die Kombo des Todes gerade. Jo. Aber ist Wilson Fisk wirklich so stark, wie er jetzt gerade gezeigt wird? Dieser Stadt. Klar, er ist schon breit und so, aber dass er Spider-Man durch die Luft schleudern kann und irgendwie die Wände einreißen kann, ist schon krass. So, die Knäsche kommt her. Bam! Oh, wo ist da schon Wilson Fisk, Alter? Einspinnen! Nein! Oh, Junge! Schätze, Alter, der ist ja voll auf Crack, der Junge! Du verlierst, Willy! Ich hab noch nicht mal, ihr Schwachköpfe! Ihr seid zum Teil! Ich will keine Ausreden hören! Hör auf! So, Fokusleiste voll gemacht, jetzt Angriff! Bam, Junge! Ein Finisher. Ich brauche aber noch kurz ein bisschen Heilung, wenn es geht. Bam. Bam. Let's go. Willy Boy. Willy Boy, lass mich bitte quatschen, Willy Boy. Willy Boy? So, leise. Ich weiß nicht, was. Jetzt bist du K.O. Willy Boy. Boah, Junge. Was ist das hier? Boah, das sieht aber so schön aus, hier zu kämpfen. Ey, ich genieße es wirklich sehr jetzt. PS5, die neuen Spiele. Spider-Man 2 auch mit Venom später. Aber leider erst in 2 Jahren. Ich bin schon gespannt. Willy Boy. Willy Boy. Kurz halten. Jetzt bitte, hab ihn, hab ihn. Oh shit! Beenden wir das! Komm schnell, Willy Boy, komm schnell! Boah, Junge! Wir haben kein Leben mehr! Wir haben kein Leben mehr! Alter, du wirst so eingenetzt von mir, Junge! Endlich! Oh! Das sah gerade echt so aus wie die Stelle mit Bane gegen Batman. Hat den auch so hochgehalten. Alter! Und auch die Quicktime-Events, ne? Die sind auch so krank geil inszeniert von Spider-Man. Bam! Rüst aus hier. Mal schnell kassieren hier und jetzt haben wir ihn doch, oder? Aber war Spider-Mans Anzug auch bei der PS5-Version auch schon so zerstört? Oder ist es erst bei der PS5-Version mit eingebaut? Weil er hat voll viele Risse. Vielleicht später. Voll viele Risse und jetzt auch Verletzungen und Verschmutzungen. Cooles Detail. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Wupp, ich muss los. Hey! Viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. 1 Monat. In 1 Monat willst du mich wieder zurück! Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Schön, oder? Alter. Geil. Erste Mission. Und dann ging schon so ab und echt, Alter, also Peters Anzug ist echt hier gerade ein bisschen noch zerstört, noch zerrissen und völlig verschmutzt. Ich glaube, das war im ersten PS4-Game noch nicht so krass. Dann würde ich sagen, Leute, wenn in der nächsten Folge dann hier durch die Stadt schwingen und erstmal unsere Fertigkeitspunkte ausgeben. Und dann würde ich sagen, gerne ein Like, wenn es gefallen hat. Ich bin schon sehr gehypt auf dieses Projekt. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao, ciao.